Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zum großen Preis von Bahrain. Ich bin sehr gespannt, was wir hier heute leisten können. Es wird ein richtig heftiges Qualifying, glaube ich, weil ich glaube, dass die anderen ziemlich stark unterwegs sind. Wir müssen jetzt unbedingt mal schauen, wie stark die anderen unterwegs sind und wie schnell wir wirklich unterwegs sind. Dann kann man, kriegen wir, glaube ich, noch ein paar Punkte raus, mit denen wir dann was bauen können vielleicht. Ja, 741. Intensität unentschieden. Das wird auch ein sehr, sehr spannender Kampf. Aber ja. Wenn die Sonne untergeht, wird die Drehzahl erhöht. Bald beginnt die Jagd nach der schnellsten Zeit und dem bestmöglichen Startplatz für das morgige Rennen. Auf geht's! Es ist das Qualifying für den Grand Prix von Bahrain. So, alles passt, dann würde ich sagen. Auf die Strecke. Lasst uns testen, wie schnell wir mit roten Reifen hier unterwegs sind. So, gleichzeitig noch schauen wir mal. Wie die Reifen sind. Über eine Runde weg. Der Alpine könnte uns da aufhalten. Richtig schön seitlichen Kasten rein. Wahnsinn. Esteban Ocon macht seinen Namen wieder alle Ehre. Oder seinem Ruf. Manchmal so. Aber bei dem bin ich wirklich ungläubig der Meinung, einer von den Fahrern, die absolut aus dem, würde ich sagen, aus dem Fahrerlager entfernt gehören. Danach kommt für mich direkt Lance Stroll. Auf die 1. Na, dann schauen wir mal, ob uns das reicht. Ich würde nämlich eigentlich das Reifen sparen. Und im ersten Sektor haben wir den Windschatten gehabt. Sollte uns aber reichen. Runde 2.
Das war nicht unbedingt perfekt erwischt. Zweite Sektor war gerade lila. Dann kommt wieder weit raus. Ja, eins ist Limit ist erreicht. Ist noch Platz 1. Frage ist, wie weit sind wir wieder voll Leclerc? Nicht mehr so weit. Und das ist genau das, was ich meinte. Plötzlich sind wir nicht mehr so weit voll Leclerc. Norris auf der 10, Verstappen 9, Sainz 5, den haben wir auch noch nicht gesehen. Schauen, wo Carlos ist. Das liegt hier, Hamilton. Das ist Carlos Sainz. Wie schaut der Helm denn bei ihm aus? Er passt aber eigentlich ganz gut ins Auto rein, der Helm. Ungewohnt, einen Red Bull hinter 55 zu sehen. Okay, was ist das für ein komischer Aufbau da hinten? Ist denn echt auch so? Bin ein bisschen verwundert, weil es so krass ausschaut. Okay. Nochmal Checo. Boah, richtig ungewohnt. Checo Perez, dieser weiße Helm in diesem McLaren drin. Zurückgegangen, ja, an alte Wirkungsstelle. So, wen haben wir noch in dem neuen Auto? Lando. Mit der 4. Auch ganz ungewohnt. Ansonsten haben wir, glaube ich, keine Wechsel gehabt. Ne, das sind wir. Oh, da fährt die 1. Da fährt Charles Leclerc mit 1. Er hat ja tatsächlich die 1 auf dem Auto. Geil. Oh, Checo vorn von der Platzierung her hat er mir nicht schlecht gefallen. Aber ja, jetzt haben wir hier noch eine Minute, dass wir über das Start- und Ziel kommen, dass wir uns nochmal verbessern. Schauen wir nochmal. Dass wir uns auch verbessern, würde ich sagen. Auf jeden Fall haben wir schon mal besser getroffen. 30 seconds left in the session. Fahren, nicht zurückschrecken. Macht er gut, Daniel Ricciardo. Hat im Vergleich zu den anderen freie Fahrt. Das heißt, er wird seine Zeit wahrscheinlich verbessern können. Unsere Zeit vorhin war nicht gut, wenn ich mir das gerade anschaue. Neuer Reifensatz, der kann dann noch ein bisschen was rausholen. P5.
Perez, Piastri 4, 5, Alonso auf der 3. Die Red Bulls im Moment nicht mal in den Top 5. Weder Sainz noch Verstappen. Jawohl. Daniel buttert noch mal einen raus. Nicht schlecht. Warte, wer ist das drüben? Ricardo, Leclerc, Alonso, Perez, Piastri, Sainz, Verstappen 6 und 7, Red Bull nur. Stroll auf der 8, Russell 9, Norris 10. Schlägt Hamilton. Nicht schlecht. So, zwei Reifensätze haben wir noch. Auf geht's. Möge das Glück ein bisschen mit uns sein. Richtig gebutschert in dem Fall, oder meistens war es Q3 dann. Da sind wir super reingefahren und dann auf einmal hat die Leistung versagt. Das wollen wir diesmal verhindern. Im Ferrari. Runde 1:29.5. Schauen wir mal, ob wir unsere eigene Runde jetzt dann nochmal schlagen können. Ja, unsere vorherige Runde war schon sau stark. Ob wir die gerne nochmal toppen können, ich glaube nicht. Ich kurz grün die Zeit oben. Ich habe schon gesehen, so ist es nicht. Und sie ist wieder grün und wieder rot.
nicht so eine Geschichte, dass wir die Zeit noch verbessern. So was wie in Kanada bräuchten wir auch nicht mehr. Bin ein bisschen überrascht, Leclerc so weit hinten. Damit ist das Qualifying rum, aber keine Sorge, wir sind morgen zurück mit dem eigentlichen Grand Prix. Also Verstappen und Russell mit uns auf einem Level. Piastri Vierter dahinter, Leclerc Fünfter, okay. Perez 6, Stroll 7, Sainz 8. Das ist fast ein bisschen enttäuschend. Aber gut. Nehmen wir mit. Ist so. Wir gehen da erstmal in Führung bei diesem Duell, bei dieser Rivalität. Mal schauen. So. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Sagt Ciao mit V. Und wir sehen uns dann morgen wieder zum großen Preis von Bahrain. Und dann bin ich sehr, sehr gespannt, was wir hier liefern können. Bis dahin, Ciao mit V. Wir sehen uns.